Gladbachs Kreativszene hat es wieder geschafft und ein weiteres kleines Stück Vitostadt geentert. Keine schlechte Entscheidung der Stadt, denn die Mönchengladbacher Kreativköpfe sind ja dafür bekannt, alles irgendwie hübscher zu machen. So auch bei einem ihrer neuesten Projekte. Früher war das hier ein echter Schandfleck. Ungenutzt, dreckig und alles andere als einladend. Nach etwa einem Jahr Arbeit und Planung von 15 Studenten ist die Brache in Eiken nun eine blühende Oase mitten in der Stadt. Also der Margaretengarten ist für alle Menschen in Mönchengladbach gedacht, aber im Speziellen natürlich die Leute, die hier im Viertel leben. Also es geht wirklich darum, dass das ein öffentlicher Raum wird für Menschen, um sich zu treffen und dann eben zu pflanzen, sich auszutauschen, zu diskutieren, sich anzufreunden, sowas. Offiziell nennt sich das Projekt Interkultureller Gemeinschaftsgarten oder ganz einfach Margaretengarten. Das Prinzip ist simpel. Fast alles, was hier zu sehen ist, sind Spenden. Pflanzen, Erde, der Wasseranschluss und auch beinahe sonst alles, was man hier sieht, kam umsonst von Privatleuten, Gartencentern oder Sponsoren. Jeder, der möchte, kann mitgärtnern und das funktioniert ganz einfach. Wir haben Hochbeete, man kann sagen, ich möchte gerne ein Hochbeet bepflanzen. Man kann sich einfach um den Platz kümmern, so. Also dann irgendwie ist immer so, also wir strukturieren die Woche so, dass irgendwie, das gesagt wird, im hinteren Teil muss gejätet werden, im vorderen Teil. Und dann kann man hier hinkommen und kann sich quasi so seine Aufgabe abholen. Seit wenigen Wochen steht der Garten für jeden offen. Egal ob Blümchen oder Paprika, gepflanzt werden darf fast alles. Und auch wer sich einfach nur entspannen will, ist willkommen. Das Publikum ist übrigens so bunt wie der Garten selbst. Hier pflanzen auch schon mal Schüler und Rentner gemeinsam. Das sind Kinder, Senioren, Leute, die arbeiten gehen, Lehrerinnen aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten kommen die Leute. Aber wir haben auch ganz viele Menschen, die aus ganz Mönchengladbach kommen. Erschaffen haben den alternativen Garten Studenten der Hochschule Niederrhein. Und die kümmern sich auch liebevoll um jedes Pflänzchen. Ernsthafte Angst um ihr Werk musste hier bisher keiner haben. Denn obwohl der Platz sehr offen ist, ist bisher zum Glück noch nichts passiert. Also ich glaube, das liegt mit daran, dass einfach die ganzen Anwohnerinnen Auge drauf werfen. Aber auch einfach dadurch, dass wir vielleicht so offen sind und dass wir sagen, trefft euch doch hier, kommt doch hierher. Also es soll auch ein Platz für euch sein. Respektieren die Menschen das. Also bisher, toi, 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 ist alles gut gegangen. Der interkulturelle Garten auf der Margaretenstraße ist jeden Dienstag und Donnerstag geöffnet. Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt zusätzlich ein kleines Margaretengartenfest. Dann können Sie sich informieren oder auch einfach direkt die Gartenschaufel mitbringen.